Mein Name ist Gerhard Schmid, ich bin stellvertretender Abteilungskommandant der Freiwilligen Feuerwehr Kirchdorf, Abteilung Oberopfingen. Sei fit, mach mit. Unter diesem Motto veranstalteten wir eine Erste-Hilfe-Projektwoche hier bei uns im Dorf. Wir haben insgesamt über 80 Teilnehmer, die an den verschiedenen Veranstaltungen teilgenommen haben. Wir hatten einen großen Erste-Hilfe-Kurs, lebensrettende Sofortmaßnahmen, Erste-Hilfe am Kind und Erste-Hilfe für Senioren. Wir wurden unterstützt vom Deutschen Roten Kreuz in Erolzheim und dem Bayerischen Roten Kreuz in Memmingen. Die Idee kam leider aus einem tragischen Ereignis, wo eine Person hier bei uns im Dorf beim Fahrradfahren zusammengebrochen ist. Wir haben versucht, die erste Hilfe zu leisten, leider erfolglos. Deswegen wollten wir zur Unterstützung für die Öffentlichkeit hier eine Projektgruppe veranstalten. Von den 650 Einwohnern von Oberopfingen haben über 80 Oberopfinger und deren Bekannte bei uns mitgemacht. Also es ist auch wirklich kein Schaden. Da unten ans Knacken ein langer, ohne dass ich den Kopf bewege. Also seht ihr das? Oder da, ich kann da unten rein, da habe ich Luft, wo der Helm ist. Und da dürfen sie nachher rein. Also wir kommen jetzt hin und ich mache den Kopf gerade und nehme sich jetzt wieder rein, was da flüssiger rauskommt. Nein, das schaut gut aus. Dann mache ich jetzt den Verschluss auf. Sind Sie Motorrad fahren? Nein. War das ein Problem, den Verschluss aufzumachen? Nein. Gibt 1000 Helme, 1000 Einverschlüsse, ich krieg's auf. Also das ist jetzt kein Problem. Gut, jetzt tun Sie Ihre rechte Hand da unten ans Knacken und die linke Hand, also bei mir ist genau da, es ist auch im Lehrbuch, glaube ich, nur das Bild hier drin, dass ihr Handposition jetzt... Also ich finde die Aktion von der Feuerwehr echt super, was sie hier gemacht haben. Für uns Opfinger so ein Rotkreuzkreuz zu machen, dass wir mal im Straßlaufer hier mitmachen können, finde ich echt klasse. Und wie geht's dir, Sarah? Mir geht's auch so, weil mein letzter Erste-Hilfe-Kurs war vor dem Führerschein. Und ich habe doch einiges schon wieder verkalkt. Und ich finde es gut, wenn man einfach weiß, was man ein bisschen durch kann, wenn man an einen Unfall nahe kommt oder wenn einfach... Nee, aber wenn was passiert, dass man einfach bloß weggucken muss und auf die Hilfe von anderen. Aber wieder mal, schwer ist es ja nicht. Und da ist wirklich so Kreativität das ist die einzige Begrenzung, was wir haben. Weil, wenn ihr es mir anschaut, ich habe da x Mullbinden, ich habe Schwanzbäckchen hier drin. Das ist ja alles, was wir jetzt gerade eben hergenommen haben. Wenn ich das alles hernehme, dann kann ich halt mal so fixieren, dass es zum Wachstum. Das wäre jetzt zum Beispiel was, wo ich auch an Hals pressen kann bei mir. Also ich finde es wunderbar, diese Aktion, dass ein ganzes Dorf auf die Beine gestellt wird, um Erste Hilfe zu leisten. Man hört es leider immer wieder, dass Leute erst nach einem aktuellen Ereignis, wenn im Fußballverein in der Verwandtschaft jemand schlecht geht, dass die dann denken, schaff mal Erste Hilfe Kurs, das war nach der Währungsreform oder nach dem Erste Hilfe, nach dem Führerschein. Inzwischen muss ich sagen, hier in Oberopfinger, wenn die Leitstelle mal bei Großschadensereignissen keine Hilfsmittel mehr zur Verfügung hat, die sollte da anrufen. Da haben sie Ersthelfer en masse. Also ich möchte mich meinem Vorredner, dem Kollegen vom Bayerischen Roten Kreuz aus Memmingen recht herzlich erstmal anschließen und auch bedanken, dass er sich auch die Zeit genommen hat, so wie mir auch. Dass die Feuerwehr Oberopfingen diese Aktion ins Leben gerufen hat. Nach einem Ereignis, das jetzt schon längere Zeit zurückliegt, wo es auch um eine Reanimation ging. Und dass man dann gesagt hat, man macht das jetzt einfach mal, weil das hier alles recht grenznah ist. Eine Kooperation von der bayerischen Seite und der baden-württembergischen Seite. Finden wir wirklich, wie schon gesagt, eine super Sache. Seit Dienstag, Donnerstag und Samstag machen wir beide Kollegen hier jeweils einen Erste-Hilfe-Kurs mit jeweils 18 Teilnehmern. Und heute zeitgleich noch einen lebensrettenden Sofortmaßnahmenkurs, wo zeitgleich läuft.